Dieser verfluchte Orochi. Es ist alles meine Schuld. X, ich bin für das ganze Unglück verantwortlich. Das stimmt, du Narr. Weißt du, was für Probleme wir jetzt stecken ohne den heiligen Sake? Ich war es, der die unverzeihbare Tat in der Mondhöhle begangen hat. Dachte ich mir, dass es Susanoo war. Ich weiß, der Orochi die Welt zurückgebracht hat. Ich habe die völlige Zerstörung über die Welt gebracht. Schluchzi. Hä, wovon spricht dieser Narr da? Ich konnte diese Geschichte, dass ich ein Nachfahre Nagis bin, einfach nicht mehr hören, X. Ich wollte beweisen, dass alles nur eine Lüge ist, indem ich das Schwert zu Kiyoma entfernte. Aber die Legende war wahr und ich habe das unsagbar Böse entfesselt. Und der Fluch hat sich über ganz Nippon erstreckt. Das ist verrückt. Du hast das Schwert entfernt, das den fürchterlichen Orochi gefangen hielt? Ich floh vor Angst zurück ins Dorf, Hicks. Dann habe ich den Zugang zum Dorf mit einem Felsen blockiert und habe mich unter der Erde versteckt. Danach habe ich versucht, nach da und dort zu fliehen. Die Götter ließen mir keine Ruhe. Überall starrten sie mich an. Sie ließen es mich wissen, dass sie mir niemals vergeben werden. Zumindest nicht, bis ich den verfluchten Orochi besiegt habe. Schluchzt. Ich wusste, dass Tsukiyomi entfernt wurde und die Mondhöhle verschwunden war. Aber wenn das, was Susanoo sagt, stimmt, dann würde das ja bedeuten, Orochis Ritus der Opferung. Oh, da ist der schwarze Pfeil. Und er ist ins Sarghaus eingeschlagen. Am Abend des Vollmondes erschien der achtköpfige Lindwurm und der verfluchte weißgefiederte Pfeil markierte das Haus der auserwählten Jungfrau. Es ist genauso, wie die Legende es erzählt. Wenn wir die auserwählte Jungfrau nicht opfern, dann wird das gesamte Dorf vom Angesicht der Erde ausradiert. Susanoo, du bist kein Feigling. Wenn dir die Götter sagen zu kämpfen, dann bist du da nur der Einzige, der es schaffen kann. Du kannst es, schließlich hast du mich gerettet, oder? Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Ich weiß, dass du kommen wirst. Warte, Kushi, du wirst doch nicht. Da rennt sie direkt in die Mondhöhle, oder was? Seht mein Donnergebräu. Der große Nage machte Orochi betrunken und besiegte ihn. Mein Sake ist mein Leben. Bestimmt kann er sogar Orochi betrunken machen. Hey Kushi, warte. Sie wird doch nicht alleine zu Orochi gehen, oder?
Nein, Kushi, warte. Naja, Busa, du hast mir das Leben gerettet. Hast du darum die ganze Zeit hier draußen gesessen? Hast du auf den Fall gewartet, um mich dann aus seiner Bahn zu schubsen? Ich hatte keine Ahnung. Und ich habe dich so schlecht behandelt. Es tut mir so leid. Bitte vergib mir, Hayabusa. Hast du dir darum die ganze Zeit hier draußen gesessen? Ja. Okay, dann müssen wir wohl hinterher in die Mondhöhle. Außer der hier macht die Tür auf. Hey, Alter, jetzt mach schon diese verdammte Tür auf. Nein, damit können wir nur Bäume fällen. Komm raus, Susano. Ist der Opferfall das Werk des legendären Monsters? Sind wir dazu verdammt, von dem schrecklichen Ding gefressen zu werden? Ich bitte dich, komm heraus und befreie uns von diesem Übel. Am Abend des Vollmondes wird der abköpfige Info erscheinen und der verfluchte, weißgefiederte Pfeil markiert das Haus der ausgewählten Jungfrau. Nagi und Shiranui haben diese Inzestinstallation ein Ende gemacht. Aber welch Schreck, er kann wieder zurück, um uns zu plagen. Oh, liebe Kushi, verzeih uns, es gibt nichts, was wir tun können. Was ist los mit dir, Susano? Wo ist dieses Heldengesicht, das du sonst immer zeigst? Dann bleibt es wohl an uns. Vielleicht ist Wacka ja so nett, um uns zu helfen. Oh, weit ist sie aber nicht gekommen. Bist du okay, Süße? Komm, ich versuche nicht, mich aufzuhalten, Isun. Und du auch nicht, Schneeflocke. Wenn das von Orochi-Kapitopfer davonläuft, dann wird eine Katastrophe über Kamiki kommen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Was? Es gibt so viel Leid auf der Welt. Ich werde uns mit meinem Sagen von dieser bösen Bedrohung befreien. Bist du verrückt? Wir reden hier über den verfluchten Orochi. Diese Einstellung wird dich noch umbringen. Glaubst du wirklich, dass du mit einem kleinen Krug Sake gewinnen kannst? Ja, Isun. Ich schätze, ich bin verrückt. Es ist die einzige Möglichkeit. Mein Sake ist die einzige Lösung. Ich gehe und ich werde das Monster mit meinem Sake besiegen. Ja, so geht's auch. Nicht du auch noch, Ami. Verdammt, warum plustert ihr euch so auf? Es gibt keine Hoffnung zu gewinnen. Nur sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Wie sie da ganz gechillt auf mir rumsitzt, während ich Drehungen mache. Das muss ziemlich schlecht für die Po-Muskulatur sein. Ah, sicherheitshalber speichere ich hier mal. So. Und dann auf zur Mondhöhle. Was ist mit dir, Alter? Kushi, was im Eisen der Welt machst du? Ich habe gerade einen ohrenbetäubenden Donnerschlag aus dem Dorf gehört. Glaubt mir, heute ist keine Nacht, in der man draußen herumlaufen sollte. Ja. Und das Problem ist, Orochi ist nicht komplett befreit worden eigentlich. So, da ist Mr. Badass, Wacker. Ich wusste, du würdest kommen, Amaterasu. Ich nehme mal an, du hast dein Rendezvous mit dem zu opfernden Mädchen genossen, oder? Das geht dich nichts an, du möchtest gern Prophet.
Hey, das ist der Linformkristall, den er uns gestohlen hat. Und die Mondhöhle ist offen. Du hast deinen Teil erfüllt, jetzt überlass den Rest mir, Amaterasu. Ja. Warum du? Was soll das bedeuten? Bedeuten? Hm. Sagt dir das Sprichwort wie eine Motte zum Licht? Irgendwas? Ich meine, du bist freien Willens hier reingegangen, nicht? Natürlich ist nur eine weitere Person dazu bestimmt, außer dem Opfer reinzugehen. Ich schätze, du zählst nicht wirklich. Mein kleiner, springender Freund. Aha. Verdammt. Sieht so aus, als wären wir wieder reingelegt worden, Ami. Aber hattest du nicht geplant, die Höhle trotzdem zu betreten, Darling? Es ist an der Zeit für dich zu scheinen, Amaterasu. Und jetzt lass mich noch diese Prophezeiung machen. Es ist ein Vollmond, Vollmond, Was? Geh einfach weg. Tut mir leid, Darling. Das war nicht wirklich eine meiner besten. Goodbye. Pa, schätze, wir stecken hier fest. Aber wir hatten ja eh geplant, uns um diesen Orochi zu kümmern. Hör auf damit, Ami, es hat keinen Sinn. Gucken wir uns hier mal um. Mondhöhle. Ich glaube aber nicht, dass wir hier schon gegen Orochi kämpfen werden. Wäre noch ein bisschen zu früh. Wir haben noch nicht mal alle Götterfähigkeiten. Hä? Na toll. Die Treppe ist zerbröselt. Gott oder nicht Gott, der Sprung ist einfach zu weit für dich. Wir müssen entweder einen Weg herumfinden oder wir können unseren Weg gehen. Du weißt schon, unseren Weg. Das ist doch so offensichtlich. Es ist so, wie ich immer sage. Erst springen, dann denken. Ich weiß, das erfordert eine Menge Nerven, das jetzt zu machen. Können wir nicht einfach die Brücke reparieren? Dann springen wir halt. Wenn wir hier nichts reparieren können. Wow. Das war ja ein Fall. Ich frage mich, wo wir hier verdammt nochmal sind. Nun, da wir hier jetzt fertig sind, hoffe ich, deine Nase verrät uns, wo sich Kushi befindet, Fellknäuel. Bleib stehen, Hündchen. Was glaubst du, was du da machst? Was willst du in der Mondhöhle? Dem Hort unseres Meisters, dem großen Orochi. Hier drüben. Oh, du. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Ich hatte dich schon vor einer ganzen Weile entdeckt. Ihr sucht wohl nach Streit, was Jungs? Wir haben keine Zeit für Amateure wie euch, aber wenn ihr drauf besteht, dann werde ich euch platt machen. Warum? Du bist nur ein blöder alter Wolf. Hä? Genau, guck dir diesen törichten Narren an. Du
bist ja ganz schön doof, ein ganz schön doof aussehender Wolf. Und so tief in einem Ort wie diesem herumzustreuen, so richtig helle bist du nicht, was? Ich glaube nicht, dass dieses Hündchen eine Bedrohung ist. Lass uns keine weitere Zeit hier verschwenden. Genau. Ich frage mich, ob das Hündchen vielleicht nur hungrig ist. Tropfsteinhöhle? Okay. Was willst du, Hündchen? Du willst doch etwa nicht durch das Tor gehen, oder? Überleg dir das lieber nochmal. Das Gebiet hinter dem Tor ist kein Platz für Köter wie dich. Nach weg und spiel woanders. Ich frage mich, ob das Hündchen vielleicht nur hungrig ist. Ja. Huch. Wir haben keine Zeit für dich, Hündchen. Ich will euch zerschneiden. Geht sterben. Oh Mann, du siehst echt ausgehungert aus. Irgendwie tust du mir ja leid. Willst du Futter? Seit wann sind Dämonen so nett? Da ist ein Unendlich-Zeichen drauf. Ah, das scheint auch nicht zu klappen. Also müssen wir wohl oder übel in die Tropfsteinhöhle, wo kein Savepoint ist. Erhalten Donnergebräu. Wohlduftender Sarg aus Kushis Meisterwerkstatt. Hey, ist das nicht der Sarg von der süßen Kushi? Hm, ein bisschen ist noch da, aber ich bin mir nicht sicher, ob das genug sein wird, um mit Orochi fertig zu werden. Ach so, das ist dieser Instant Savepoint. Das heißt, wir sind schon im Safe. Im Bossfight-Gebiet oder was? Einiger Knochen S. Hm. Ach, da hinten. Hier ist ein verfluchtes Tor, okay. Ein Bongo-Spieler. Oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht, wie diese japanischen Trommeln heißen. Die haben auch irgendeinen besonderen Namen. War's das schon? Safuk? Erhalten Maske. Wird von Teufeln getragen. Trag sie, um als Teufel zu erscheinen. Hey, das ist jetzt eine dieser Masken, die die Teufel tragen. Aber diese ist so schlicht, keine Verzierung oder sonst was. Natürlich kann kein respektabler Künstler eine leere Leinwand widerstehen. Ich meine, da muss einfach was draufmalen, weißt du? Warte mal eine Sekunde, Fäckner. Ich werde sie mal ein bisschen aufdonnern. Ja. Hm. Aha, sieht gar nicht mal so übel aus. Tatsächlich siehst du besser aus als der gewöhnliche Durchschnittsteufel. Gefällt sie dir? Na klar. Bitteschön, jetzt bist du ein fies aussehender Teufel. Aber jetzt im Ernst, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Nur ein Teufel würde frei für seine Maske tragen. Während wir hier umarmen, wird diese Orochi die arme kleine Kushi holen und. Ich wage gar nicht daran zu denken. Ich hätte trotzdem immer noch gerne einen Speicherpunkt. Sag mal, nehmen die zwei uns das ab, dass wir ein Teufel sind? Hm? Was machst du hier? Suchst du nach Eindringlingen? Vor einer Weile war da dieser blöd aussehende Wolf, ansonsten war da nichts Ungewöhnliches. Wir haben alles unter Kontrolle, geh zurück auf deinen Posten, sofort. Posten, welcher Posten? Die Aufwachungszeremonie für den großen Orochi findet heute statt. Alle sind sehr beschäftigt, es ist keine Zeit herumzualbern. Auf was war das denn noch? Geh und hilf den anderen. Okay, schon dabei. Save Point. Wo ist ein Save Point?
Mondhöhle. Was steht hier? Zur Küche. Birk, das ist... Was ist denn das für ein übler Gestank? Was zur Hölle machen sie da drin? Sie kocht aber nicht Kushi, oder? Ah. Da oben ist ein Spiegel. Das werden wir beim nächsten Mal umkippen. Ich will jetzt einfach nur speichern, gerade einen Cut machen. So, speichern erfolgreich. Das heißt, ich mache hier einen Cut. Also, bis gleich.